Der Hannover. Die Krawatte wird auf links gelegt, das breite Ende in der rechten Hand. Das breite Ende wird unter das schmale Ende gelegt. Dann wird das breite Ende über das schmale Ende geführt. Dabei wird die Hand gewechselt. Das breite Ende wird von hinten nach vorne gereicht und auf der linken Seite abgelegt. Die Hand wird erneut gewechselt. Das breite Ende wird nach hinten geführt und dann nach vorne gereicht und auf der rechten Seite abgelegt. Das breite Ende wird hinter dem Knoten herumgeführt. Dabei wird die Hand gewechselt. Die Naht zeigt nach oben. Die Hand wird erneut gewechselt. Das breite Ende wird um den Knoten herumgeführt, während mit Zeige und Mittelfinger eine Schlaufe gehalten wird. Das breite Ende wird von hinten nach vorne hindurchgereicht und durch die geöffnete Schlaufe nach unten geführt. Die linke Hand stabilisiert den Knoten, während mit der rechten Hand der Knoten geschlossen wird.